Hey, ich habe für dieses Video keinen Plan gemacht und das kommt eigentlich sehr, sehr selten vor. Ich wollte einfach mich hinsetzen und ein bisschen reflektieren und Zielplanung für 2021 machen. Ich habe nämlich mal wieder alles rausgesucht, also alle meine Ziele von 2020. Ich habe so ein Buch, wo drin ich meine Ziele sammle. Also ich habe es leider nur gefunden, damals bis 2018. Also ich habe noch meine Ziele bis 2018, dann was ich davon erreicht habe und was nicht und so. Dann 2019 und jetzt 2020. Aber ich mache das eigentlich schon sehr, 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 sehr viele Jahre, dass ich jedes Jahr mich an Silvester halt hinsetze oder nicht direkt an Silvester oder die Tage davor halt und mir überlege, was ich mir fürs nächste Jahr vornehme. Ich mache das nicht in Form von Vorsätzen, sondern halt in Form von Zielen. Und der Unterschied zwischen, ich möchte 2021 mehr Sport machen und ich möchte 2021 am 31.07. einen Marathon laufen und mein Training soll so aussehen, bla bla bla, irgendwie, keine Ahnung, dreimal die Woche 10 Kilometer laufen oder was weiß ich. Also es ist einfach so, dass diese Vorsätze immer nur sind, dieses ich möchte mehr davon machen, mehr davon, aber das ist halt überhaupt nicht konkret und das ist nicht messbar und so sollte man sich halt Ziele nicht setzen, wenn man halt auch sie wirklich erreichen möchte. Und ich mache das wirklich gerne, also so eine, ja, einen Rückblick jedes Jahr zu machen. Ich gehe das meistens mit jemandem aus meiner Familie durch, der dasselbe dann auch macht. Mein Vater und ich machen das häufig, dass wir unsere Ziele abgleichen und über das reden, was wir im Jahr erreicht haben. Und manchmal ändert sich halt auch komplett alles. Also ich setze immer so den Grundpfeiler fürs neue Jahr, setze ich dann immer so mit meiner Planung. Aber ich möchte gleich auch so ein bisschen von den Zielen reden, die ich mir letztes Jahr so vorgenommen habe und was ich davon erreicht habe und was sich aber auch in eine komplett andere Richtung entwickelt hat. Und ich dachte, das ist vielleicht eine ganz nette Videoidee, so ein bisschen einfach locker, easy darüber reden, was so passiert ist und dann, was ich mir für das neue Jahr vornehme, zumindest Beispiele von meinen Zielen. Ich habe sie jetzt noch nicht konkret aufgeschrieben, das wollte ich jetzt quasi in diesem Video machen. Witzig ist auch echt, wie manche Dinge eintreten, so im Jahresrückblick oder welche anderen Dinge, was sich alles so verändert. Also ich habe zum Beispiel so Aufzeichnungen von Anfang 2019 habe ich ja quasi so Notizen hier drin in meinem Zielebuch, wie mein zukünftiger Mann sein soll. Und da habe ich halt so, ja, ganz viele Eigenschaften geschrieben, weil ich es einfach satt hatte, immer, ja, verletzt zu werden, schlecht behandelt zu werden, abhängig zu sein und sowas alles. Und dass derjenige halt einfach nicht wirklich zu mir passt, aber ich es halt mache, weil es sich irgendwie gut anfühlt, aber es ist toxisch oder wisst ihr, auf jeden Fall habe ich hier so zum Beispiel so Eigenschaften geschrieben, so mein, dass mein Mann soll selbstbewusst sein, treu, zuhören, interessiert, Gentleman, gepflegt, tiefsinnige Gespräche, trainiert, humorvoll, aufmerksam, Nichtraucher und sowas habe ich halt hier hingeschrieben. Und dann habe ich das auch kommentiert, als ich dann mit Marcel zusammengekommen bin, von wegen, dass wir halt zusammengekommen sind und beste Beziehung, die ich hier hatte und so. Das ist jetzt halt auch schon anderthalb Jahre her, das ist total verrückt. Aber so sammle ich halt immer so ein bisschen meine Notizen, was so meine Träume sind. Und ihr habt ja auch schon das Video wahrscheinlich gesehen, wo wir Traumcollagen gebastelt haben. Ist auf jeden Fall eine tolle Sache, wenn man das sammelt und dann später so darauf, ja, zurückblickt. Das ist echt der Wahnsinn. Wenn wir so auf 2020 gucken, dann ist es so, dass ich es immer in verschiedene Bereiche geteilt habe. Also für 2020 habe ich meine Ziele eingeteilt in Business, Finanzen, Gesundheit, Bildung bzw. mein Gehirn und dann, ja, Me-Time, also Persönlichkeit, Mentalität, alles was so mit mir selbst zu tun hat. Und nur um so ein paar Beispiele, ich versuche immer so Ziele zu setzen nach diesem Smart-System, also es gibt so ein System, wie man so Ziele setzt. Smart ist, glaube ich, irgendwie special, measurable, also messbar. Auf jeden Fall geht es halt darum, dass man einmal ein konkretes Ziel setzt,
wann man das erreichen will. Es muss messbar sein und wie man das erreichen will, warum. Auf jeden Fall habe ich zum Beispiel mir vorgenommen, dass ich dreimal wöchentlich... Oh, ich habe hier sogar aufgeschrieben, dass ich tanzen lernen möchte. Habe ich sogar schon im Dezember 2019, dachte ich mir, dass das steht. Hier steht, ich möchte alle Ballett-Basics bis zu einem bestimmten Zeitpunkt halt gelernt haben. Ja, wusste ich gar nicht, dass ich da das schon wusste, dass ich gerne tanzen wollen würde. Auf jeden Fall habe ich das ja dann im April angefangen und die Ballett-Basics sitzen auf jeden Fall. Und dreimal wöchentlich Sport habe ich auch erreicht. Ich habe teilweise sogar viermal wöchentlich immer Tanztraining gehabt. War die beste Entscheidung ever. Hätte ich, glaube ich, am Anfang des Jahres nicht gedacht, dass es so ein Glow-up bezüglich meinerseits gibt, was so diesen Sport einfach angeht, weil ich mich dadurch viel selbstbewusster gefühlt habe, viel ausdrucksstärker. Also ich lerne halt so viele Dinge, die mir für meine Persönlichkeit viel bringen. Und ich auch einfach einen Weg gefunden habe, wie ich dann immer zum Sport gehe. Also ich habe so ein bisschen das Problem, beziehungsweise nicht Problem, aber das haben, glaube ich, viele, dass sie zum Beispiel eine Gym-Membership haben und es ihnen schwerfällt, dreimal die Woche da wirklich hinzufahren. Und das ist völlig okay und es ist auch völlig okay, sich dann irgendwas zu suchen, weswegen man halbwegs gezwungen ist, dahin zu fahren. Und bei mir war es halt dann das soziale Umfeld, also dieser soziale, nicht Druck, aber schon, dass man Choreografien hat, wo man fest eingebaut ist und dann gehört es sich auch nur mal, wenn man auftaucht, sage ich mal. Und das sind einfach so Dinge, die mir dann von der sozialen Komponente her geholfen haben, wirklich jedes Mal hinzugehen. Und es ist ja auch jedes Mal gut, aber das Aufraffen dahin ist manchmal schwierig. Ja, ich habe mir zum Beispiel auch was Finanzielles vorgenommen, was ich Dezember 2020 netto verdient haben möchte, also netto im Monat verdienen möchte. Das hat geklappt. Das hat sogar besser als nur geklappt. Also crazy, wenn ich so das sehe, wie sich das dann entwickelt. Dann habe ich mir zum Beispiel vorgenommen, dass ich das erste und zweite Semester gut bestanden haben will. Das habe ich jetzt auch. Also wir haben auch schon alle Noten und so. Und erstes und zweites ist auf jeden Fall jetzt abgeschlossen. Ich hatte mir vorgenommen, 40 Bücher zu lesen. Das war ein sehr heftiges Vorhaben, sag ich mal. Ich habe dann auch angefangen, ich habe mir dann so eine Liste geschrieben, wo ich diese 40 Zahlen schon vorgeschrieben habe, damit ich das tracken kann. Allerdings seht ihr an dem Zettel, dass der ein bisschen verloren gegangen ist und ich deswegen nur bis 12 gekommen bin, weil ich danach den verlegt habe durch meinen Umzug. Ja, das ist natürlich, also ich denke, ich habe jetzt halt wirklich nicht mehr weiter getrackt, leider. Ich denke, dass ich nicht die 40 geschafft habe. Das ist aber auch völlig okay, weil meinetwegen nimmt man sich dann 40 vor oder so und dann liest man 30 oder 25 und dann hat man immer noch 25 Bücher mehr gelesen, als man vielleicht sonst gelesen hätte. Wisst ihr, was ich meine? Und ich kann ja vielleicht auch mal sagen, vielleicht interessiert euch das auch, die besten Bücher, die ich dieses Jahr so gelesen habe oder die mir am meisten weitergeholfen haben, sind einmal Sorge, dich nicht lebe von Dale Carnegie. Ich mache jetzt erstmal so ein bisschen die Wissensbücher und danach Romane. Kann man so gut kategorisieren, also im Sinn von Wissensbüchern, Persönlichkeitsentwicklung ist es auf jeden Fall so, dass Sorge, dich nicht lebe mega mir geholfen hat, aber fürs Business, für die Uni, für all das hat mir die 4-Stunden-Woche mega geholfen. Das möchte ich auch jetzt in der Weihnachtszeit beziehungsweise in der ersten Januarzeit möchte ich das auf jeden Fall nochmal lesen. Das Shaolin-Prinzip fanden wir gut, das haben Marcel und ich gehört im Auto immer. Das Café am Rande der Welt war natürlich ganz cool, wenn man so ein bisschen den Anschluss braucht mit wo will ich eigentlich hin im Leben oder was ist so mein Lebenstraum. Bezüglich Romanen fand ich sehr gut Die Sterne von Marmalon. Das war extremst mein Geschmack, weil es war eine feministische Hauptperson in einer weit zurückliegenden Zeit. Also so historischer Hintergrund, das mag ich gerne. Ich fand The Grace Year fand ich gut. Ich fand super spannend, fand ich Kryptos. Ja, das waren, glaube ich, so meine Lieblingsbücher dieses Jahr. Einmal habe ich mir hier auch zum Beispiel Buch 4 bis 7, habe ich Die Säulen der Erde von Ken Follett hingeschrieben.
weil dieses Buch so lang war, so lang, dass ich dachte, das muss mindestens 4 Bücher zählen. Das ist so ein Wälzer gewesen. Ich habe zum Beispiel auch als Ziel gehabt, in eine größere Wohnung zu ziehen. Ich habe es geschafft von 18 Quadratmeter auf 80, beziehungsweise sagen wir 40, wenn man es teilen würde, weil wir ja zu zweit sind. Aber das habe ich auf jeden Fall auch geschafft. Ja, ist echt schön. Ich mag das gerne, immer so zurückzublicken auf meine Ziele. Ich habe dann auch nochmal eine konkretere Zielplanung gemacht. Da habe ich dann Ziel Nummer 1, das ist dann das und das, und dann habe ich es konkretisiert. Also wenn mein Ziel zum Beispiel, hier ist zum Beispiel mein Ziel gewesen, mehr Abonnenten bekommen, und dann ist die Konkretisierung so und so viele Abonnenten bis zum 1.6. oder bis zum 1.12.2020. Und dann habe ich noch hingeschrieben, warum. Also warum will ich das? Das ist ja immer ein sehr starker, ja sehr stark für jemanden, um das Ziel dann auch wirklich zu erreichen, wenn man ein gutes Warum dahinter hat. Und dann habe ich da ein System hingeschrieben, wie ich das erreichen will. Zum Beispiel mindestens so und so viele Videos wöchentlich, neue Themen, Videos mit Mehrwert, Videoqualität steigern, besseres Licht, Softboxen und so besorgen, habe ich auch alles gemacht. Zeit in gute Thumbnails investieren, das habe ich auch hinbekommen. Und so habe ich das dann mit den ganzen Zielen gemacht. Echt cool, ich mag die Zeit richtig gerne. Weihnachten, Neujahr, das ist eine richtig gute Zeit für Reflexion, für all das. Also einfach um rüber zu gucken, um sich wieder so der Dinge bewusst zu werden, wo es im Leben hingehen soll. Weil man ist immer so mittendrin in all seinen Aufgaben und lebt von Tag zu Tag und hat wenig Zeit für das große Ganze, wo eigentlich das Leben hinführen soll, warum man eigentlich lebt. Ich habe gestern was so Schönes gelesen bei Sorge dich nicht lebe. Ich zeig das mal kurz. Da ging es darum, dass das Leben zu kurz ist für Nebensächlichkeiten. Dass man sich nicht so viele Sorgen machen sollte um so Nebensächliches. Auf jeden Fall hat hier jemand gesagt, wir wollen unser Leben lebenswerten Handlungen und Gefühlen widmen, großen Gedanken, wahrer Zuneigung und Aufgaben, die uns überdauern. Das Leben ist zu kurz für Nebensächlichkeiten. Und das finde ich so schön, weil der Alltag immer nicht so richtig geprägt ist von diesen lebenswerten Handlungen, Gefühlen, großen Gedanken und Aufgaben, die uns überdauern. Und um da wieder so zurückzukommen, da wieder zurückzufinden, finde ich halt immer diese Reflexion am Ende des Jahres sehr schön. Okay, ich schreibe mir dann einmal meine Kategorien auf, die ich für 2021 mir vornehmen möchte. Running through the lights of my thoughts, standing on the edge of my chest. Everything I know will be gone in a minute, and that's alright. Running through the last of my thoughts. Übrigens wollte ich auch nochmal sagen, der Made for More Club, das wird ja viel meines Jahres 2021 ausmachen. Wenn ihr noch nicht auf der Warteliste steht, dann könnt ihr euch natürlich noch eintragen. Ihr findet auch super viele Infos darüber auf Instagram in meinem Highlight. Und wenn ihr auf der Warteliste steht, dann am 25. bekommt ihr eine Mail, 25. Januar, und dann bekommt ihr den Link zu der Verkaufsseite und dann könnt ihr beitreten. Da öffnet sich quasi dieses kleine Fenster, wo man in dem Club beitreten kann. Nur als Info. Okay, ein, zwei Beispiele. Zum Beispiel das Studium habe ich, dass ich, klar, also ähnlich wie letztes Jahr, das dritte und das vierte Semester einfach gut bestehen möchte, dass ich da durchkommen möchte und auf keinen Fall irgendwie durch YouTube, Made for More, Podcast, Instagram und alles, was ich dadurch erreiche, mich davon nicht den Fokus nehmen möchte. Das wird weiterhin eine Priorität von mir sein, dieses Jurastudium zu machen.
Gut, bezüglich Gesundheit zum Beispiel habe ich ja momentan das kleine Problem, dass ich mich am Fuß verletzt habe vor 8 Wochen oder 9 Wochen, also kurz bevor der Lockdown losging. Und dann habe ich auch seit 8 Wochen nicht getanzt, weil ja, der Fuß, das war nicht gerissen, da war kein Band gerissen, aber es ist wohl irgendwie so eine Kapselentzündung und es ist nicht besser, kein Stück, es ist quasi am Stück schmerzhaft, und das will ich auf jeden Fall auskurieren und heilen. Und dann habe ich so ein paar einzelne Ziele, die beim Tanzen, bezüglich des Tanzens zum Beispiel, also Spagat zu allen Seiten, also rechts, links, Seitspagat. Dann möchte ich gerne so eine Stärke in den Beinen aufgebaut haben, dass ich es im Prinzip hier halten kann. Naja, vielleicht nicht ganz hier, so hier so in dem Winkel halten kann. Momentan ist es halt mehr so 90 Grad, aber so ein bisschen höher. Dafür braucht man aber so eine krasse, so krass Muskeln. Aber das werde ich bestimmt schaffen. Dann habe ich natürlich so Business-Ziele, die mich betreffen. Also eine bestimmte Mitgliederzahl im Made for More Club. Dann, dass ich bestimmt, ja, dass ich jetzt auch endlich mal die 100.000 Abonnenten auf YouTube gerne knacken wollen würde. Das wäre total cool. Es ist halt einfach, ja, meine Zielgruppe, beziehungsweise auch so der deutschsprachige Raum. Ich denke immer so, es ist so wenig, was ich so an Followern habe, und die Leute in den USA haben ja 1 Million. Aber wenn man das halt mal, ja, im Verhältnis sieht zu den deutschsprachigen und zu den englischsprachigen, ist es, denke ich, auf jeden Fall okay. Und ja, es wäre cool, wenn so ein Playbutton oder so, würde mich echt freuen. Ich mache das jetzt auch schon so lange, dieses YouTube und so. Dann brauche ich auf jeden Fall so Kleinigkeiten wie, dass ich einen festen Steuerberater möchte, dass ich gerne eine persönliche Assistenz einstellen möchte im Laufe des Jahres, weil einfach zu viel an Buchhaltung, an so Kleinigkeiten, die ich gerne abgeben würde, damit ich mich konzentrieren kann auf andere Sachen. Da möchte ich gerne, könnt ihr mir gerne auf Instagram folgen. Ich möchte auf jeden Fall das Feed wieder aufleben lassen. Ich bin sehr aktiv in den Stories und ich mache Instagram richtig gerne. Diese Kurzlebigkeit mag ich wirklich gerne. Leider komme ich immer mit diesen Feed-Posts nicht hinterher. Aber da habe ich mir jetzt auch schon Hilfe geholt und die wird mir ab Januar helfen. Da auch mit Fotos machen und allem, und da will ich auf jeden Fall, ja, auch wieder eine neue Inspirationsquelle schaffen, so ein bisschen aus dem Alltag zeigen und so ein bisschen dieses, ja, diese Selbstständigkeit, dieses Female Empowerment, das alles möchte ich noch ein bisschen mehr da. Das war unsere Spülmaschine, das ist so cool. Wenn die fertig ist, dann piept die und dann geht die von alleine auf. Super fancy. Dann habe ich so finanzielle Ziele natürlich, was so Gehalt, ja, was heißt Gehalt, aber Verdienst, Gewinn und so angeht. Dann eine Idee für euch vielleicht, was man finanziell noch überlegen könnte, ist ein Depot zu eröffnen und in Fonds zu investieren, einfach weil es auf langfristige Sicht sehr sinnvoll ist für sein späteres Leben oder wenn es um einen Hausbau oder Rente, sowas alles geht. Dann bezüglich Bücher bin ich ein bisschen vorsichtiger dieser gewesen, also sowas wie, dass ich möchte jetzt jeden Monat 2 Bücher lesen, habe auch jetzt schon wieder neue Bücherlisten, was ich lesen möchte. Ich möchte fest integrieren, also das betrifft jetzt mich selbst, also das ist der Me-Punkt. Ich möchte feste Handy-Off-Tage, also eigentlich würde ich halt gerne so diesen Sonntag als festen Ruhetag integrieren, weil es mir mal so schwer fällt, richtig runterzukommen und mich zu entspannen und wieder die Batterie aufzuladen. Und da hilft es, denke ich, wenn das Handy aus ist und man einen heiligen Ruhetag hat. Ja, das waren so Beispiele. Vielleicht habt ihr da ja auch eine Idee rausziehen können. Ich wollte auf jeden Fall auch nochmal Danke sagen, dass ihr mich durch dieses letzte Jahr auch begleitet habt, dass wir da zusammen, dass ich mit euch so viel connecten konnte und mein Content sich entwickelt hat und so. Und ich freue mich aufs nächste Jahr. Das nächste Jahr wird, glaube ich, crazy verändernd für mich. Es war bei mir 2020... ist ein bisschen viel Ruhe reingekommen, wisst ihr? Also durch diese Corona-Zeit ist es mehr ruhiger gewesen. Trotzdem hatte ich 2 Umzüge, einmal aus meiner Wohnung zu meinen Eltern, also von Hamburg, dann aber auch
jetzt mit Marcel zusammen. Das ist ja auch ein großer Step. Das war, glaube ich, die größte Veränderung dieses Jahr. Und aber auch die Idee für den Made for More Club und die Entwicklung und so. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, was im nächsten Jahr auf uns zukommt. Und freue mich auch noch viel genauer mit euch zu, ja, mich zu verbinden, wenn ihr Mitglieder beim Made for More Club seid. Einfach, weil man dann auch mehr so persönlicher Kontakt hat, sag ich mal. Ich hoffe, ihr fandet das Video irgendwie interessant und konntet irgendwas mitnehmen. Wir sehen uns im neuen Jahr. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, morgen und ein wunderschönes Restjahr 2020.